Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr sicherlich schon anhand des Titels entnehmen konntet, habe ich euch etwas Wunderschönes zu verkünden. Ich bin schwanger und wir bekommen ein Baby und freuen uns einfach sehr darüber. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Wunschkind. Ja, desto schöner ist es natürlich, dass es jetzt geklappt hat und wir sind einfach nur überglücklich. Und ja, ich bin derzeit jetzt in der 15. Schwangerschaftswoche, das heißt, wir haben so diese kritische Phase überwunden. Man sagt ja generell, dass so die ersten 12 Wochen immer so ein bisschen kritisch sind. Da kann es natürlich auch nochmal sein, dass man das Baby verliert, weil es einfach nicht überlebensfähig gewesen ist oder wäre. Aber wir haben diese Phase überwunden und freuen uns jetzt natürlich umso mehr, es ja mit der gesamten Welt zu teilen. In der ersten Zeit haben wir es natürlich nur unserer Familie erzählt und den engsten Freunden. Und es haben sich alle gefreut für uns und freuen sich halt auch auf das Baby, auf das neue Familienmitglied. Ja, und ich habe mir gedacht, ich werde einfach mal so ein bisschen meine Erfahrungen mit euch teilen. Erzähle euch, wie es mir so ergangen ist in den letzten Wochen, was ich mir vielleicht schon gekauft habe. Und wenn euch das Thema interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt dranbleibt. Dann fange ich einfach mal ganz von vorne an, würde ich sagen. Wir haben ja letztes Jahr im August geheiratet und haben uns dann dazu entschieden, ja, dass wir jetzt auch mit der Familienplanung beginnen können. Und so habe ich dann im September meine Pille abgesetzt und wir haben uns gedacht, ach, wir lassen sie jetzt einfach mal so drauf ankommen. Wenn es passiert, dann passiert es und dann freuen wir uns. Allerdings haben wir auch gedacht, weil wir schon viel darüber gehört haben oder auch gelesen haben, gerade wenn man lange Zeit die Pille genommen hat, ich habe die über 10 Jahre auf jeden Fall genommen, dass es dann natürlich auch mal dauern kann, ja, bis man schwanger wird. Und darauf hatten wir uns eigentlich auch so eingestellt. Also man sagt ja so, ein Jahr kann das auch schon mal dauern. Und ich dachte, ach, bei mir wird das auch so dauern. Also ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt doch so schnell geht. Ja, und so war es dann, dass meine Periode ausgeblieben ist. Aber ich habe eigentlich so immer gedacht, das liegt jetzt daran, dass ich die Pille abgesetzt habe, weil der Körper sich ja erstmal irgendwie wieder einspielen muss. Und hat man ja natürlich auch schon oft gelesen, dass die Periode ganz ausbleibt oder halt ganz unregelmäßig kommt. Und so war es dann halt bei mir auch der Fall. Ja, und im Dezember war es dann so, dass es mir immer sehr übel war. Halt zwischendurch immer, das, ja, mir war einfach schlecht und mir ging es einfach nicht so gut und ich war ultra müde und das waren für mich aber irgendwie noch nicht so Anzeichen dafür, dass ich schwanger bin, bis ich dann halt, wann war das, Heiligabend war das, ja, fing es an, dass es mir sehr, sehr schlecht ging und dann habe ich ja auch meine Magen- und Darmgrippe bekommen und war dann halt auch beim Arzt und es war definitiv Magen- und Darmgrippe, aber mein Mann hat zu der Zeit halt schon immer gesagt, geh doch mal zum Frauenarzt oder mach doch mal einen Test und ich habe immer gedacht, ach Schatz, das kommt jetzt wirklich von der Pille. So, und dann habe ich aber gedacht, ja gut, dann mache ich halt einfach mal einen Frauenarzttermin, einfach mal so, wird eh nichts mehr rauskommen. Und ja, so kam dann der Termin und ja, dann war ich auch schon in der 9. Woche schwanger. Der Arzt war auch wirklich sehr überrascht, dass ich es bis dahin gar nicht so wirklich gemerkt habe. Aber ich habe mich natürlich riesig gefreut in dem Moment. Ich war auch alleine beim Frauenarzt. Ja, war einfach baff, als ich das dann gesehen habe da beim Ultraschall und bin dann nach Hause. Und mein Mann kam dann auch irgendwann von der Arbeit und man malt sich ja immer so aus, man erzählt es oder man denkt sich was ganz Tolles aus, wie man es dann dem Mann mitteilt und so. Und ich konnte es einfach nicht abwarten, noch irgendwie was zu planen und habe ihn dann einfach so erzählt. Und ja, er hat sich natürlich auch riesig gefreut und hatte dann auch hinterher gesagt, er wäre, glaube ich, auch irgendwie traurig gewesen, ja, wenn es nicht so gewesen wäre, weil er da irgendwie schon mit gerechnet hat und ich irgendwie nicht. Ja, und ich weiß es also seit Januar, Anfang Januar und seitdem war es dann auch so, dass ich hatte ja vorher schon so schlechte Haut oder mein Gesicht generell
so Trockenheit und Unreinheiten. Ja, und dann konnte ich mal so eins zu eins zusammenrechnen und habe dann halt festgestellt, ja, das liegt halt so oder muss halt an der Schwangerschaft liegen. Ich hatte zwar schon länger Unreinheiten, aber mal so halt hier ein Pickel und da, aber nie so extrem, wie es da halt war. Und es war dann jetzt zuletzt wirklich auch so schlimm, dass ich mich gar nicht mehr schminken mochte, weil alles, was ich mir aufs Gesicht gemacht habe, ja, hat die Pickel einfach nicht mehr verdeckt, sondern ist das Ganze nur noch verschlimmert. Also bei mir war es generell hier so im Stirnbereich und hier so auf den Wangen. Jetzt wird es hier gerade ganz hell, ich hoffe, das geht vom Licht her. Ja, und also meine Haut war wirklich furchtbar schlecht. Mittlerweile ist das Ganze so ein bisschen besser geworden. Ich habe hier und da nochmal so ein Pickelchen oder auch so der Rest, die ganz hartnäckigen, die jetzt hier noch so sind. Aber meine Haut ist generell besser geworden. Allerdings sind diese Pickel nicht verschwunden, die sind einfach nur eine Etage tiefer gerutscht. Ich habe das Ganze nämlich jetzt hier so im Dekolleté-Bereich und im oberen Rückenbereich. Das ist halt total pickelig ist, so kleine Pickelchen und ja, aber lieber da als im Gesicht, da ist dann genug Platz und da sieht es keiner so ganz speziell und ja, von daher ist das völlig in Ordnung. Dann ist es natürlich so, dass es mir ja teilweise immer sehr schlecht ging, mir war übel, aber ich musste mich nicht übergeben, also da bin ich auch so ein bisschen froh drüber, denn ich kenne auch andere Geschichten, dass man oder die Frauen einkaufen sind und auf einmal mussten sie sich übergeben. Also da habe ich echt Glück gehabt und da bin ich auch sehr froh drüber. Mittlerweile ist mir eigentlich gar nicht mehr schlecht. So, ich sag mal, ab der 13. Woche ging es mir eigentlich ganz gut. Appetit hatte ich die ganze Zeit über. Ich mochte am Anfang kein Fleisch, also ungerne, also Hackfleisch gar nicht und Fleisch so allgemein nicht. Aber ja, das hat sich eigentlich auch wieder gelegt. Also ich esse eigentlich ganz normal, versuche mich natürlich gesund zu ernähren, mehr oder weniger. Und ja, was hat sich noch verändert? Also meine Haare sind dünner geworden. Also ich merke das hier an den Ansätzen, ja, dass ich einfach ein bisschen mehr Haarverlust habe als sonst. Aber das ist auch ganz normal, denke ich. Das wird sich dann auch wieder einspielen. Und ja, meine Brust spannt total. Schon beim Angucken tut sie förmlich weh, sag ich mal. Also ja, das zieht schon ganz schön teilweise. Ansonsten habe ich das auch, dass ich oft mal so leichte Bauchschmerzen habe, aber das soll wohl normal sein. Das sind wohl die Mutterbänder, die sich dann dehnen und ja, das gehört halt alles so dazu. Und was halt ganz schlimm ist, ist meine Müdigkeit. Also ich bin wirklich so ultra müde. Es ist jetzt mittlerweile ein bisschen besser geworden, aber so am Anfang war das wirklich so, also ich konnte 7:45, wenn dann mal ein guter Film läuft oder so, den brauchte man mit mir nicht gucken, weil dann musste ich ins Bett. Also 8 Uhr ist so meine Zeit, da wird es dann schon wirklich kritisch, dann sitze ich wirklich schon auf dem Sofa und versuche krampfhaft meine Augen offen zu halten, aber es klappt einfach nicht. Also ich bin dann wirklich hundemüde und muss ins Bett. Und so ist es dann auch nachmittags, dass ich mich dann einfach oft mal hinlegen muss, so nach Arbeit. Und ja, weil dann bin ich einfach total fix und fertig irgendwie. Ja, soweit zum Thema, wie es mir jetzt so ergangen ist. Ja, auf der Arbeit musste ich das Ganze sehr früh verkünden. Ich habe das gleich, als ich das erfahren habe, also in der 9. Woche, habe ich meiner Chefin das mitgeteilt, dass ich schwanger bin, weil ich halt auf der Arbeit auch heben muss oder mal was tragen muss. Und das sollte man natürlich vermeiden. Und ja, wir haben das jetzt so geregelt, dass ich halt andere Tätigkeiten ausführe. Und ja, also da solltet ihr wirklich darauf achten, nicht mehr zu schwer zu heben oder zu lange gebückte Aufgaben zu machen oder zu lange zu sitzen, da muss man halt wirklich so einen guten Mittelweg finden. Und ansonsten ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Es kamen halt jetzt leider keine Videos, weil es wirklich mir schwer fiel, mich zu irgendwas aufzuraffen. Schon alleine zur Arbeit zu gehen ist
jedes Mal eine Qual gewesen, weil man einfach so, ja, kaputt ist einfach, sag ich mal. Ich habe mir das Ganze jetzt so gedacht, dass ich vielleicht, wenn ihr Interesse daran habt, immer regelmäßig Updates ja, hochladen werde. Da zeige ich euch dann, was ich mir gekauft habe und halt, wie es mir geht. Vielleicht auch mal, ja, wie mein Bauch sich so entwickelt hat. Also derzeit ist es so, dass man wirklich schon ja, erkennen kann, dass ich schwanger bin, denke ich mal. Also eine Zeit lang habe ich jetzt gedacht, Leute, die mich nicht kennen, denken vielleicht, oh, ist die fett oder hat die einen dicken Bauch. Aber doch, ich denke, also die Leute, die mich kennen, sehen es mir jetzt auf jeden Fall mittlerweile schon an, dass es so ein kleiner Kugelbauch halt wird. Und ja, ist halt ja völlig in Ordnung. Den zeige ich mittlerweile auch echt total gerne, muss ich dazu sagen. Und ja, ich habe mir jetzt noch nicht großartig Babysachen oder so gekauft, weil wir auch noch gar nicht wissen, was es wird. Und für mich persönlich ist es sehr, sehr schwer, etwas Neutrales zu kaufen. Ja, weil wenn es ein Mädchen wird, dann werden das auf jeden Fall rosa Sachen werden. Und wenn es ein Junge wird, habe ich mir gedacht, so mintgrün finde ich ganz schön und so grau. Und deshalb ist es irgendwie schwer, neutrale Sachen zu kaufen, finde ich. Was ich mir jetzt allerdings schon gekauft habe für mich persönlich, ist zu einem halt so ein Pflegeöl. Ich habe jetzt hier eins von Alverde genommen, Schönheitsöl, 5 intensive Pflegeöle. Einfach, ja, um meinen Körper oder gerade so meinen Bauch oder auch die Brust damit einzureiben, um halt Dehnungsstreifen so gut es geht vielleicht zu verhindern. Ich denke mal, das ist so ein bisschen immer ja, Vererbungssache. Man soll sich da, glaube ich, nach der Mutter richten. Ich glaube, ja, dann sieht es bei mir nicht so gut aus, weiß ich jetzt gar nicht. Sorry Mama, wenn du das jetzt siehst. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, werde ich mir das auf jeden Fall mal holen, um Dehnungsstreifen halt so ein bisschen vorzubeugen. Und dann habe ich mir, oh, jetzt krischelt es hier so ein bisschen, meine erste Umstandshose gekauft. Die habe ich mir jetzt bei H&M gekauft. Die hat 39 Euro gekostet. Ja, ist halt eigentlich eine ganz stinknormale Jeans. Und ich finde, wenn man einen Pulli oder halt was drüber hat, sieht man es auch überhaupt gar nicht, dass das eine Umstandshose ist. Und ja, die hat dann aber hier halt dieses weiche Bündchen, was halt so über den Bauch geht. Und das ist wirklich die super bequemste Hose in meinem ganzen Leben, die ich hier getragen habe. Also die ist wirklich so super bequem. Ich habe die allerdings gestern einmal umgetauscht, weil ich die mir vorher schon einmal geholt hatte und einmal anhatte. Und dann war da gleich ein Riss drin, weil hier ist das so ein bisschen dieses, ja, Destroyed-Muster oder so nennt sich das ja, glaube ich. Aber dann war hier gleich schon so ein großer Riss drin und das fand ich irgendwie doof, deshalb habe ich mir die jetzt nochmal in Heile geholt und umgetauscht und die ist wirklich super bequem, also da werde ich mir mit Sicherheit auch noch eine von kaufen, irgendwie in einer anderen Farbe, also da gibt es wirklich genug Auswahl. Und dann habe ich mir noch ein Stillkissen besorgt, auch einfach ziemlich neutral in so einem Grau und eigentlich habe ich immer gedacht, ach, braucht man sowas, aber ja, mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich es mir gekauft habe, denn ich bin gar nicht so ein typischer Seitenschläfer, sondern liege eigentlich viel lieber so einfach ganz platt auf dem Rücken. Und man soll jetzt allerdings anfangen, wirklich in der Seitenposition zu schlafen, weil ich denke mal, wenn man so auf dem Rücken liegt, dann drückt das die Gedärme weg. Ich habe keine Ahnung, weiß ich auch nicht warum. Auf jeden Fall soll man auf der Seite schlafen und da ist das wirklich ja, total bequem. Man kann halt seinen Kopf darauf legen und dann ein Bein darüber tun und ich kann da sehr gut mit schlafen. Ich schlafe, seitdem ich das habe, auch wirklich fester wieder. Ich muss zwar jede Nacht mindestens zweimal auf Toilette zum Pinkeln, aber
ich schlafe dennoch fester, seitdem ich das Kissen habe, und bin nicht mehr so schnell wach und schlafe auch länger, wenn ich dann ausschlafen kann. Sonst war das so, dass ich, wenn ich ausschlafen konnte, trotzdem um 6 oder 7 aufgewacht bin und putzmunter war. Gut, ich gehe auch wirklich früh ins Bett. Aber jetzt ist das so, wenn ich ausschlafen kann, dass ich dann auch wirklich ausschlafe. Und das tut mir, denke ich, auch ganz gut. Und ja, das habe ich bei Amazon bestellt. Verlinke ich euch auch gerne mal in der Infobox. Kann man halt, wie gesagt, zum Schlafen nehmen oder halt später, um ja, das Baby hier drinne abzulegen oder auch zum Stillen. Mal gucken, wie es dann so in der Praxis anzuwenden ist. Und gekauft habe ich mir ansonsten jetzt noch gar nichts. Ich denke, das hat auch noch Zeit. Wir waren zwar schon einmal gucken, so nach Kinderwagen und so, aber wirklich nur mal einmal gucken, was es da so gibt. Man kann es dann ja auch irgendwie kaum abwarten. Und dann habe ich mir noch eine App runtergeladen, die ich wirklich auch sehr cool finde. Die nennt sich, ganz kleinen Moment, wie nennt die sich? Weiß ich jetzt gar nicht. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch einmal in der Infobox. Finde ich total cool, die App. Da wird dann halt immer so angezeigt, wie lange man schwanger ist, in welcher Woche man sich befindet und wie groß das Baby ist. Das wird immer anhand von Obst so dargestellt. Im Moment ist das Baby so groß wie eine Birne und da stehen dann halt jeden Tag auch so Tipps und so. Bis zur 15. Schwangerschaftswoche ist die App umsonst und wenn man dann weitere Informationen haben will, kostet die 3,49 Euro. Ja gut, finde ich jetzt in Ordnung. Also mich interessiert diese App auch. Ich nutze die wirklich jeden Tag und da sind immer hilfreiche Tipps drin. Und ja, die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Und ja, ich denke, jetzt habe ich euch wirklich alles soweit erzählt. Und ihr seid informiert, was los ist, warum jetzt eine längere Zeit mal wieder keine Videos kam. Und ja, wir freuen uns halt einfach, wie gesagt, sind sehr neugierig auf diese spannende Zeit und ja, können es natürlich auch kaum abwarten, bis man endlich weiß, was es wird. Ich hoffe dann, das sieht man beim nächsten Mal. Das konnte man jetzt beim letzten Mal leider noch nicht sehen und wir wollen es aber unbedingt wissen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, ja, dass wir uns dann auch beim nächsten Video wiedersehen. Es werden jetzt natürlich nicht nur Baby-Updates folgen, sondern auch wieder ganz normale Videos kommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!